Während Alero geschickt an der glatten Stange hochklettert, nähert sich Besuch. Die Väter von Alero und Elokum interessieren sich für das Treiben ihrer Sprösslinge. Mir gefällt, dass die Jungen selbstbewusst weiterarbeiten und dass die Väter sich mit Kommentaren zurückhalten. Man muss den Kopf schon weiter anheben, wenn man den Fortschritt am großen Baumhaus beobachten will. Auch dort oben entsteht ein Gerippe aus Stangen. Und je nach Blickwinkel gleichen sich die Bilder. Nur die Stimmen verraten, dass dies hier wieder die Baustelle der Jungen ist. Die Jungen beherrschen offenbar, was man im Urwald zum Überleben braucht. Und das Leben im Urwald ist erkennbar hart. Mir fällt auf, wie gleichwertig Väter und Söhne miteinander reden. Und während die Jungen bauen, beschränken sich die Alten auf einfache Handlangerdienste. Nachdem die Väter gegangen sind, müssen die jungen Baumeister ihr Material wieder selbst hochschaffen. Da man eine biegsame Liane nicht einfach hochreichen kann, muss Elogu mit ihr emporklettern. Während die beiden gerade noch verspielt irgendwelche Tierlaute imitieren, wirken sie gleich darauf wie ernsthafte Erwachsene. Wie alt sie sind, wissen sie selbst nicht, denn es gibt hier keine ausgeprägten Jahreszeiten. Für das Dach benötigt man Blätter der Sago-Palme. Nachdem die Jungen bisher alles Material selbst beschafft haben, gelingt es Elogu, einige Bündel bei den Erwachsenen abzustauben. Ein Baumhaus schwankt immer, doch die leicht gebaute Konstruktion hält erstaunliche Belastungen aus. Ich kann nur neidvoll zuschauen, wenn Alero die dünnen Stangen hinaufklettert. Er benutzt die Füße genauso zum Greifen wie die Hände. Auch auf der Baustelle der Männer kann mit dem Dachdecken begonnen werden. Ikalo meint, dass das Baumhaus bis zum Abend fertig wird. Die Jungen arbeiten mit der gleichen Technik wie die Alten, auch beim Dachdecken. Sie falten die Blätter so,
dass die Mittelrippe ein Stück herausragt, nachdem das Blatt über den Dachsparren gelegt ist. Auf diesem Dorn wird dann das nächste Blatt fixiert. Auch der Vater von Magroffo möchte wissen, was die Jungen zustande gebracht haben. Aber auch er hält sich erstaunlich zurück. Wenn die Männer das letzte Blätterbündel verarbeitet haben, ist das Baumhaus regendicht. Jetzt können die Wände mit Baumrinde verkleidet werden. Den ganzen Tag über habe ich eine heitere Stimmung auf den Baustellen der Alten wie der Jungen empfunden. Doch zum Ende werden die Männer immer fröhlicher. Während das alte Baumhaus auf abgeschlagenen Bäumen und zusätzlichen Stangen ruhte, ist das neue in die lebende Krone gebaut. Diesen beschwerlichen Aufstieg müssen die Kombai künftig jeden Tag bewältigen. Auch Frauen und alte Leute und das mit sperrigen Bündeln von Pfeil und Bogen und den Essensvorräten. Kleine Kinder und Hunde müssen ebenfalls über die kräftezehrende Leiter getragen werden. Das ist der Preis, wenn man mit seiner Wohnung hoch hinaus will. Vater Wanare zieht die letzte schwere Last für das Baumhaus hoch, Lehmboden für die Feuerstelle. Wenn das Haus bei solchen Arbeiten noch mehr schwankt als normalerweise, so beeindruckt das die Kombai nicht im geringsten. Für ein neues Baumhaus muss Feuer neu entzündet werden. Die Kombai kennen weder Streichholz noch Feuerzeug, aber ihre Feuersäge funktioniert auch im regennassen Urwald. Der Vater von Alero hat die Ehre, das Feuer hinaufzubringen und das Baumhaus damit zeremoniell einzuweihen. Auch die Jungen haben ihre Hütte mit einer Feuerstelle eingeweiht und als stolze Besitzer bezogen. Die Kombai ahnen nichts von den Plänen der indonesischen Regierung. Sie will die Kombai aus dem Wald holen und zu ebener Erde in Dörfern ansiedeln, um sie besser kontrollieren zu können.